Unser Sonnensystem begann, nachdem eine große Molekülwolke, vielleicht so ein Lichtjahr im Durchmesser, kollabiert ist. Warum die jetzt kollabiert ist, ist nicht so ganz klar. Möglicherweise gab es in der Nähe eine Supernova-Explosion, von der eine Schockfront ausgesendet wurde, und als sie dann die Molekülwolke getroffen hat, begann die zu kollabieren. Es ist aber auch möglich, dass einfach nur statistische Fluktuationen in so einer Molekülwolke zu so einem Kollaps führen. Jetzt beobachten wir bestimmte Isotopenanomalien in Meteoriten und die würden eigentlich ganz gut dazu passen, dass bestimmtes Material von einer Supernova ausgesandt wurde über eine Schockfront und dann in die Molekülwolke injiziert wurde. Das heißt, es würde dafür sprechen, dass es vielleicht so eine Schockfront von einer Supernova war. Hier ist mal ein Modell gezeigt, wo so eine Schockfront eine Molekülwolke trifft, um mal zu gucken, was dann passiert. Denn was wir brauchen, damit es tatsächlich funktioniert, ist am Anfang, dass es im Zentrum von so einer Molekülwolke oder mehr oder weniger am Zentrum sehr dicht wird, sodass da eine Sonne zünden kann. Jetzt gibt es hier eine Dichteskala und dann kann man sehen, wie sich die Dichte hier in der Molekülwolke verteilt. Ein großer Teil wird davon einfach weggeblasen, weggedrückt. Aber tatsächlich ist es auch so, dass im Zentrum dieser Molekülwolke ein sehr dichter Punkt übrig bleibt. Und das könnte dann eben tatsächlich ein Stern sein oder unsere Sonne sein, die dort entsteht. Und um diesen Punkt, um diese hohe Dichte in der Mitte, gibt es so eine gewisse Scheibe, die man eben auch braucht. Man braucht ja diese protoplanetare Scheibe, in der sich dann das Material bilden kann. Also das ist eine tatsächliche Modellierung hier. Jetzt gehen wir mal über zu mehr künstlerischer Überlegung, wie das Ganze aussehen könnte. Das ist einfach nur mal ganz gut, um ein bisschen eine Idee zu bekommen. Also das könnte dann diese frühe protoplanetare Scheibe gewesen sein. Im Zentrum eben die Sonne und darum die Scheibe, in der sich die verschiedenen Komponenten bilden können, die wir zum Beispiel in Chondriten finden. Und nachdem das Ganze dann, nachdem sich die ersten Komponenten gebildet haben, vielleicht Chondrin, Matrix und so weiter, bilden sich aus denen die Planetesimale und später die Planeten. Das heißt, in der Scheibe bilden sich Öffnungen, in der dann die Planeten um den Stern herumkreisen. Und eigentlich ist es ganz schön, dass man mittlerweile mit ALMA tatsächlich Bilder hat von protoplanetaren Scheiben, die dieses Szenario eigentlich bestätigen. Also damit scheinen wir vielleicht doch tatsächlich ganz nah dran zu sein. Und das ist wie die ersten Stufen, noch bevor sich die ersten Stufen unseres Sonnensystems wahrscheinlich abgelaufen sind.